Das Speckstein. Kann man mit Speckstein eigentlich was Großartiges machen? Ich glaube nicht, ne? Ja gut, wir können hier ein bisschen die Kohle rauskloppen. Speckstein geht auch schnell kaputt, merke ich gerade. Das macht nichts. Wir brauchen ja eh die Kohle. Oh. Was ist denn? Da war Schiefer. Cool. Holen wir uns mal hier raus. Nein, da fragt man sich echt manchmal, was denken sich die Leute dabei? Also, wenn sie so doofe Sprüche bringen, ne? Also, ich finde das nicht mal lustig dann, weil es gibt ja echt Leute, die da echte Probleme haben und dann so doofe Sprüche dann. Ich glaube, heute bin ich selbstmordgefährdet, nur weil der Kollege mal ein bisschen mehr arbeiten muss als sonst. Ich muss ganz ehrlich sagen, es macht sich auch niemand kaputt bei uns. Ja? Ja, keiner überarbeitet sich. Ja, und ist jetzt nicht unbedingt die schlechteste Bezahlung, die wir haben da, ne? Also, weil welcher Arbeitnehmer kann schon sagen, hier, ich krieg Urlaubsgeld, ich krieg Weihnachtsgeld, ne? Weiß ich nicht, also, ne? Kann bestimmt nicht jeder von sich behaupten, dass er Weihnachts- oder Urlaubsgeld kriegt, etc. Also, glaube ich nicht. Ist eben halt nicht wenig. Dann so doofe Sprüche dann zwischendurch, also. Weiß ich nicht. Muss vielleicht nicht unbedingt sein, also. Oh, wird schon wieder Nacht oder was? Geht viel zu schnell hier um? Jetzt habe ich ein bisschen, glaube ich, zu tief. Aber macht gar nichts, glaube ich. Wir bauen hier einfach mit dran. Bauen wir einfach mit dran. Vielleicht machen wir da so einen kleinen, ne, so einen kleinen, wenn dann so ein bisschen runter geht oder so. So kommen wir noch aufs Dach, genau. Ja, ja, ich muss jetzt gleich mal was essen. Nee, sowas, da verstehe ich auch keinen Spaß mit. Da verstehe ich echt keinen. Oh! Alter, erschreckt mich doch nicht so. Da verstehe ich echt keinen Spaß drunter. Sowas ist echt nicht zu spaßen. Ich bleib ruhig drin. Guten Morgen, meine Lieben. Geht's euch? Alles frisch? Packen wir mal eben so einen Cheeseburger mit Speck aus. Meine Freunde. Und den verganzen wir dann mal eben so ein bisschen. Lalala, so. Ich hatte. Ach, ich. Nee, hab ich da gelassen, glaube ich, oder? Hab ich ihn da gelassen? Ich meine, ich hätte. Naja. Ich dachte ganz ehrlich. Ich hätte Dings dabei gehabt. Also hier, Reis, Mais, nee, wie heißt das? Weizen. Naja, schauen wir nicht. Pass auf, Truhe haben wir jetzt auch keine dabei. Kompost, wie war denn das nochmal? Wie hieß denn der Komposter nochmal? Oh, Komposter, wie hieß der Komposter nochmal? Ist
hießen das nochmal? Erde? Nee, Erde nicht. Ackerboden? War das Ackerboden? Genau, Ackerboden. Ach nee, Acker. Wie hießen das nochmal? Mist? Da komme ich jetzt nicht drauf. Ist denn sonst. Ich wüsste jetzt aber, weiß ich nur auswendig, wie das ging. Weiß ich nur auswendig, wie das ging? Das ist irgendwie so, ne? Oder? Das ist irgendwie so? Ne, so nicht. Das ist irgendwie so? Ne, da waren die Karten das. Wie waren das nochmal? Wie waren das nochmal? Was heißt denn? Was war denn nochmal? Komposter? So war das auch nicht. Was waren denn nochmal die Komposter? Wie hieß das denn nochmal? War das auch von Pam? War das auch von Pam? Ich weiß es gerade nicht. Tierfalle. Butterfass. Ne, war nicht Markt. Wie hieß denn das nochmal? Ich komme da nicht drauf. Ich würde gerne mal wissen, wie das hieß. Die Komposter. Ach, Mann. Wenn einem das nicht einfällt, das ist so lange her, ne? Ofen. Was ist das denn für ein Ofen? Ofen Pems Harvest Craft. Bienenstock, Schneidebrett, Topf. Bienenhaus. Hinten in Presse. Steinsatz. Ich Markt. Cool, Markt. Ich würde gerne mal so einen Markt. Ja. Ich komme da echt jetzt nicht mehr drauf. Wie macht man den Ackerboden nochmal? Ackerboden. Das ist ganz normaler. Wie ist denn das nochmal? Acker? Ne, wie ist das? Das war es bestimmt nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob das von Pam war, ne? Alter, die gehen mir ja auf den Geist, die Viecher. So, ne, das waren auch nicht. Alter. Das ist dann schlimm, ne? Wenn man versucht, irgendwie da drauf zu kommen, aber man. Es fällt einem nicht ein. Was vielleicht so und dann so? Nee, auch nicht. Ich weiß es nicht mehr. Wie war denn der Ackerboden? Verdammter Mist! Ist das Bio? Bio-Boden vielleicht? Bio? Irgendwie so Bio? Bio? War das irgendwie rein Bio-Boden? Nicht? Ich weiß aber auch nicht, ob das noch von Pam war. Oder? War da was? Ja, da. Haken, okay, das ist ein Haken. Amboss, leicht beschädigter Amboss, Spender, stark beschädigter Amboss. Ist ja alles hier, ne? End Portal Frame. Ender Truhe.
schön mit einer Auge. Aber das wollen wir ja jetzt gar nicht. Wir suchen ja was ganz anderes. Wie hieß denn der Komposter nochmal? Ich komme da nicht in den Grabstein. Sehr schön. Frame Door was? Ne, das war's auch nicht. Ich würde gerne Ackerboden hier marken, aber dazu müsste ich vielleicht Gravestones. Ne, das ist es nicht. Dazu müsste ich aber nochmal Gravestone. Top, Verschneiderbett, Markt, Ofen. Dazu müsste ich nochmal wissen, wie die Dinger hießen. Mann, ich habe die doch bei uns auch gebaut. Das ist das Schlimmste, ne? Man, wenn man was bei sich baut und es fällt einem nicht ein, ne? Fischfalle. Die sind nicht Tierfalle. Das ist die auch nicht. Steinsalz. Also sieht aus bei uns. Bienenstock. Bienenhaus. Presse. Ne, das ist die Presse. Das ist die auch nicht. Mahlstein. Butterfass. Mann, hier mit Ofen. Warum habe ich denn die doppelt drin? Das ist jetzt auch keiner, ne? Ich würde ungern jetzt extra dafür nach Hause müssen, weil ich Trottel mir das nicht gemerkt habe, wie das Rezept war. Naja, egal jetzt erstmal. Wir machen jetzt hier erstmal weiter mit dem Häuschenbau und so. Aber vielleicht machen wir uns erstmal hier, schon mal wandert ja genau so. Und dann könnten wir uns eigentlich schon mal auch hier theoretisch, das habe ich auch, das Rezept hatte ich gerade noch, aber das meinst du, das fällt mir jetzt noch mal ein? Nee, wahrscheinlich nicht. So. Warte. Jetzt fällt mir das Rezept auch nicht mehr ein. Das ist meistens so bei mir. Ja, das Zauntor. Dann müsste es eigentlich andersrum gewesen sein, glaube ich. Hallo? Hallo? Ne, dann war da glaube ich nur Zaun, so, ne? Ach, Mann. Hallo? Alter, Zaun. So. Das war einfach nur so. Ich sag da jetzt mal nichts zu. Ich sag dazu jetzt einfach mal nichts. Da brauchen wir mehr Stickies. Zack. So. Zaun. Flup. So. Dann können wir auch mal was anbauen hier vielleicht nach und nach. Wächst noch nicht so gut, wa? Wächst noch nicht so. Aber kommt. Wird kommen. Aua! Was war das? Ah, hier! Das Drecksding war das, Mir fällt der Name jetzt gerade echt nicht ein, ne? Ich bin echt noch drüber am Nachdenken, wie denn der Ackerboden. Ich bin so ein Trottel, ne? Wie der Ackerboden nochmal hieß, ne? Also, wie ist das Scheißzeug hier echt gefährlich? Aua! Geh zu Hause rein. Na! Jetzt haben wir den ganzen Tag versucht, und uns tot gesucht. Muss man ja nochmal dabei sagen. So. Quatsch. Was mach ich denn da?
Magnetaziegel. Achso. Das Magnetaziegelzaun, aha. Zauntor des Zimmermanns. Achso. Hier wird auch noch. Ich brauche ein normales Zauntürchen. So. Vielleicht zwei. Schauen wir gleich mal. Gerade noch mal, ob ich die finde. Trocknete Erde. Gehärtete Erde. Erde. Glückliche Erde. Was ist denn glückliche Erde? Glückliche Erde! Von glücklichen Kühen. Dünger. Dünnes Gras, Glas, Eisengitter. Ich weiß nicht. Pilzpulver, Dünger. Bärenpulver, aha. Naja, sonst müssen wir echt nachher nochmal gucken. Irgendwie wachsen die Bäumchen hier aktuell gerade gar nicht. Ach, guck mal. Das finde ich ja. Finde ich ja nice. Aua! 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 Sag mal! Reite! Sag mal! Achso, war der Birkensetzling. Krieg ich ja hier fett auf die Schnitte, ey. Das gibt's doch nicht. Echt nicht, also das kriegt man hier noch fett auf die Nase. Mann. So. Ah! Gibt's doch nicht. Heute ist einfach nicht mein Tag. Das merke ich schon. Das ist überhaupt nicht symmetrisch. Naja, egal. So. Kann ich diese Blaubeeren denn essen? Ja, das geht doch. Das ist cool. Gut. Schmeckt. Schmeckt gut. So. Ich würde ja gerne das Birken. So ein bisschen hier bauen. Ne, entsteht nur so ein kleines Häuschen, machen wir hier nur, ne? Hab ich jetzt. Naja, egal. Wie hoch sind die denn? Muss mal einmal nachgucken gehen. Einmal lupen, ganz böse. 1, 2, 3. Zwei, drei. Warte, in dem Moment. 1, 2, 3, 4. Aha. Na gut, der ist ja ein bisschen tiefer jetzt. Okay. So. Ein kleines Momentchen. So.
Da machen wir mal weiter. Ich habe mal ganz kurz einmal auch nachgeguckt, wie das Rezept ist für die. Ich bin dran. Für Komposter. Ich mache das jetzt hier erstmal so. Oder auch nicht. So. Gefällt mir eigentlich recht gut schon. Dann so, ne? Im Anschluss dann da oben drauf basteln. So, wir basteln uns mal direkt auch einen Komposter. Ne, den machen wir uns morgen früh, komm. Wir gehen erstmal eine Runde knacken. Was? Du kannst nur nachts. Es ist doch nachts. Was rauchst du denn heimlich, Kollege? Es ist doch nachts. Beim Schluck trinken. Momentchen, ich mach mal im Stumm. Moment. Ah. Nett, lecker. So, da haben wir nämlich Kompost. Genau. Ich war fast richtig. Ich war ja fast richtig. Was haben wir denn jetzt hier noch bei? Doch, da haben wir noch. Ein bisschen so. Kompost. So, ein Komposter. Dann machen wir uns noch einen zweiten Komposter. Dann haben wir zwei Komposter. Die Birkendinger da nicht am Wachsen sind. Das wundert mich ein bisschen. Aber naja, okay. Komposter. So. Komposter Nummer 1. Komposter Nummer 2. So, dann haben wir direkt was für den Kompost. Zack. Dann brauchen wir nämlich auch gleich kein Wasser und also Gedöns. Ne? Ach, guck mal. Hier geht's ja auch runter. Oh. Hier geht's sogar tiefer runter, als ich gerade dachte. Haha, naja. So. So. Dass die Bäume jetzt nicht wachsen, das, naja. Irritiert mich da ein wenig sehr. Aber okay. Sagen wir jetzt einfach mal nichts zu. So. Wir machen jetzt hier mal einen kleinen Durchbruch. Es ist doch ein bisschen größer, als ich dachte und mir eigentlich gewünscht hatte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5. Machen wir nämlich hier den Durchbruch dann. Dann geht das hier dann runter. Ja, so machen wir das genau. So eine Türe brauchen wir. Chloe! So, eine Türe brauchen wir. Warum kriege ich eigentlich immer hier hin? Ich weiß es nicht. So, eine schöne Holztüre wollen wir haben. Zack. So, eine schöne Holztür. Wer ja gelacht hat. Ja, eine schöne Holztür. aber hier sollten wir vielleicht auch den passenden Boden dann noch zunehmen. Aber was für ein Boden? Steinboden oder lieber ein Holzboden? Mein Gott, draußen ist ein Krach. Hm, naja, schauen wir gleich mal. Reißen wir das nachher noch mal raus und machen einen ganz anderen Boden rein. Jetzt schauen wir gleich mal. Na du, Trottel.
Oder machen wir doch so? Ja, wir machen das doch so. Wir machen das doch nicht so tief. So, das können wir ja rausreißen hier, ist gar kein Thema. Flup, flup. Ich finde aber, wir machen hier auf jeden Fall so eine, ich sag mal so eine kleine, was sagt man dazu, so eine, ja, kleines Bütchen da so irgendwie rein. Was so? Ein kleines, kleinen Vorsprung oder so. Schauen wir mal, so wie uns das gleich gefällt, würde ich sagen. Vielleicht da Regale oder so? So in den Berg rein, weißt du? So ein bisschen. So in den Berg rein. Irgendwie. Ich weiß auch noch nicht genau hundertprozentig wie, aber... Vielleicht kommt gleich irgendwie die Erleuchtung. Vielleicht haben wir gleich die Erleuchtung. Ach, guck mal. Da haben wir schon zwei Stück. Das ist schön. Dann können wir nämlich hier schon mal so zwei richtige Komposterde machen. Und, warum wachst du nicht? Geh weg da. So. Na klar, das nicht klappt. Das falsche Werkzeug in der Hand halte. Hä? Ah, da. Naja. Genau die. So. Nutzt die sich jetzt ein bisschen ab, ja, das ist dann eben halt so. So, zack. Dann würde ich sagen, machen wir hier schon mal so ein Fältchen rein. Flupp. So. Pass auf. Zack, zack. So ein kleines Fältchen. Zack. So. Hat schon mal was. Ist jetzt noch nicht besonders, aber. Ach, guck mal. Oder ist das noch gar nicht? Oh. Hoppla. Oh, das wollte ich jetzt aber. Das wollte ich jetzt aber eigentlich noch nicht. Oh, ich dachte, die wären reif schon. Ne, die scheinen noch nicht reif zu sein. Geh weg da, Schaf. Bin hier Kompost am Zusammentragen. Oder so ähnlich. So. Wir müssen ja hier irgendwie ne, langsam an unseren Kompost kommen hier für die guten Leutsche. So. Haben wir hier immer noch. Ja. Ich jetzt hier an den Weil an die. Kommt jetzt Augenblick nicht wachsen, das weiß ich auch nicht. Birkenholz hier. Auch ein Birken denn so lange? Eigentlich nicht, oder? Birken wachsen doch eigentlich relativ zügig. Habe ich immer gedacht, auf jeden Fall. Komm in Birkenhausen. Ha, 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 ha. So. Ah, da ging es so tief runter. Katzenschweif, okay. Hallo, Katzenschweif. Wie geht's Ihnen denn heute? Jetzt möchte ich die schöne mit der Liane hier. Oder Efeu. Ist das Efeu, ne? Was ist denn? Nein! Das fällt einfach so runter, ne? Ja, ist doof. Naja, okay. Komm. Ist okay. Hätte ich vielleicht runterschneiden sollen mit einer Schere. Die ich glaube ich versehentlich auch nicht bei habe. Okay. Zack. Oder von Pam auch noch mal mit hier. So. Einen einzigen Birkensetzling haben wir. Birken.
Wuchensitzling. So was, den tun wir direkt hier drauf. Ja. Vielleicht fehlt da ja noch mal einer ab jetzt gleich hier irgendwo. Ah ja, guck mal. Manchmal muss man nur lang genug prügeln. Hört sich irgendwie falsch an. Manchmal muss man einfach nur lange noch drauf rumprügeln, bis man seinen Willen kriegt. Hallo? Ja. Hört sich echt falsch an.